überall kreuzen. Hat er mich jetzt entdeckt? So was richtig Schönes runterwerfen, auf dem seine... Na, erschreck mich nicht so, Mann. Könnte mein Spiegelbild sein. Nee, er hat nicht so eine coole Mütze. Was ist mit dem da unten? Ja, kratz dich nur. Geht. Rick shouldn't hurt you. That's what he said. Oh, schaut euch den nochmal an. Ja, es sind echt arme Leute hier. Kommt auch eine Hand raus. Psychologisch, das Ganze hier. Lass mich raten, verschlossen. Schrei nicht so rum. Manche Leute wollen hier schlafen. Kann ich an dem Typen da unten vorbeigehen? Oder killt er mich irgendwie? Erinnert mich an Walking Dead, an das Gefängnis. Das sah so ähnlich aus. Von innen. Jetzt servus. Vater Martins Mann. I would like to kill him. As would I. The preacher asked us not to. It would be impolite. Not here. Schon ein bisschen, oder? We give him a running start. There's an idea. And when we kill him slow. Such patience. I want his tongue. And liver. They are yours. Sie geben mir einen Vorsprung, oder was? Sind die nackt? Ich will es nicht wissen. So. You look like you've seen a ghost. Ja, irgendwie schon. Schupf mich nicht! Unhöflich. Hallo? Schlagt er seinen Kopf da dagegen? Okay, der ist tot. They'll tell you it's science, but it's not. They were waiting for us in this place. Billy understood. They've always been here. Sieht relativ ungesund aus und man hat wohl sein... Na, sein Ding, sein Teilchen abgeschnitten und dann zugenäht. Ich will es nicht wissen. Krank. Aha, da kauert auch noch einer. Ja, auf jeden Fall coole Zellenkumpels haben wir hier. Wollen wir einen Ausbruch wagen? Guter Haberei ist es. Viel Leichen im Keller, aber das haben wir doch alle. Natürlich hier rein muss ich jetzt, oder wie? Gut, jetzt haben wir hier die Gegend ein bisschen erkundet. Ich fühle mich jetzt tatsächlich auch sicherer. Da ich weiß, dass mir diese Typis nichts tun, obwohl... Das ist in dem Spiel hier nie... Aha. Okay, immer Versteckmöglichkeiten. Drehen hier nachher alle durch. Was
ist jetzt passiert? Hallo? Aufstehen, essen. Hat wohl schon. Hier rein kann ich nicht. Da auch nicht. Rollstuhlfahrer. Vor euch habe ich Angst. Nicht ohne Grund, ihr wisst das. Wollt ihr mich nicht umbringen oder so? Hallo? In Soul Calibur, da gab es doch auch so einen Typen, der so ähnliches Berserker, oder wie hieß der? Hallo! Oh, lauter so sympathische Leute. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht, was für ein Glück ich habe. So. Ah, ich muss hier also auf die andere Seite kommen und mich dann so rüber. Und dann haut das hin. Aber wenn ich da hin will. Wenn ich da hin will, genau. Das ist schönes Deutsch. Wenn ich da hin will, muss ich da rein. Aber das sind diese Typ ist hier. Außerdem ist abgesperrt. Und außerdem wollen mich die Typen umbringen. Es nervt mich echt, dass ich nicht selbst schlagen kann. Oder jemanden zurücktreten kann. Das ist ein bisschen unrealistisch. Ah, hier geht's weiter. Wer knurrt hier so? Was ist hier los? Servus. Ich mach das Licht lieber wieder aus. What the fuck is the matter with you? You weren't invited to this, you goddamn sicko! It's sick. You're sick. Habt ihr Batterien für mich, Kumpels? Ach, Zwangsjacke. Ach so, der tut mir gar nichts. Oh. Ah, okay, hier geht's weiter. Neue Notiz. Wir gehen jetzt in so ein kleines, dickes Notizbuch. Okay. Dieser verdammte Ort, ganz ehrlich. Dieser Scheißort. Stern gehört hier zu den wenigen schrecklichen Dingen. Sieht so aus. Ich brauche Batterien. Ich? Ich sehe hier nichts. Der hat den Job auch falsch ausgeübt. Ah, jetzt weiß ich, wo ich bin. Jetzt weiß ich, wo ich bin. Ich brauche aber trotzdem Batterien. Liegt da echt nirgendwo eine Batterie? Kann ich ja fast nicht glauben. Oh Mann. Ah doch, wenn man vom Teufel spricht. Zum Glück. Also dieses Gefühl, das spielt mit der Psyche und natürlich, indem man seinen Sehsinn verwendet, indem man also was sieht. Und wenn man nichts mehr sieht, dann fühlt man sich gleich unsicher. Kann ich das öffnen? Nicht. Das hat ja super geklappt. Freut mich. Mm-hmm.
Bewege dich zu einer Kante hin, um dich festzuhalten. Was habe ich gemacht? Also. Festhalten! Mein Hauptcharakter hat den Text nicht gelesen. Ich kann das den ganzen Tag machen. Bewege dich zu einer Kante hin. So. Ach so. Einleuchtend. Ich darf natürlich den Ding hier nicht verwenden. Oder vielleicht wäre es trotzdem gegangen. So. Unsere zwei Freunde sind hier aber weg. Die mich eben noch umbringen wollten. Batterie? Folge den Blutspuren zum Ausgang. Das sauf ich was. Also ist ziemlich angespannt hier. Ist das ein Lift? Ist ein Lachgas? Oder jetzt bin ich chemisch gereinigt worden? Keine Ahnung. Oh, Batterie. Gut versteckt. Zum Glück habe ich sie gefunden. Dieses Spiel wäre sicher voll geil in VR, oder? Durch den Abfluss. Der malt das hier hin, oder wie? Wieso machst du es denn nicht, Freundchen? Also. Es wird darauf hinauslaufen, dass wir da runterjumpen. Was glaubt ihr? Aha, was ist hier? Lesen wir das aber noch. Mal wieder was lesen. Also so ein Dokument halt. Von bla 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 bla. Helen! Dr. Zeichner hat mir ihre Kontaktdaten gegeben, damit ich mich mit ihnen wegen der Einstellung des Kunstprogramms in Verbindung setzen kann. Mein Patient Martin Archimbaud hat in seiner Therapie aufgrund der Fingermalerei enorme Fortschritte erzielt. Noch in der Woche der Einstellung des Kunstprogramms haben seine schizoaffektive Behauptungen von einer höheren Berufung sprunghaft zugenommen. Lassen Sie ihn bitte die Fingermalereien fortsetzen. Die wenigen Dollar, die sie sich bei der Farbe einsparen, werden von den Kosten für das Clozapin mehr als geschluckt. Ich verstehe die Logik dieses Spiels nicht, außer Murkoff möchte erreichen, dass sich unsere Patienten immer weiter von der Realität entfernen. Bitte sagen Sie mir, wie ich weiter vorgehen soll. Dr. Neil Wolfram. Es ist dunkel da, oder wie? Boing. Wieso sagst du mir das? Exit. Shut up! Let me think for a minute! Quiet! Quiet! Vielleicht gehen wir doch zuerst zur anderen Seite, oder? Wäre das was?
Versteckmöglichkeit. Ach, der ist in der Zelle, oder? Ah. Schreck mich doch nicht so, du Zipfelklatscher, du. Guckt ihn euch an. Batterie. So, es wird darauf hinauslaufen, dass ich hier zurückrennen muss und mich verstecken muss. Oh, guckt euch die Spiegelungen an. Das ist echt geil gemacht. Hier kannst du dich auch verstecken. Aha. Zuerst mal die Möglichkeit nicht so ein bisschen abchecken. Der Typ sieht ein bisschen aggressiv aus. Klein wenig. Soll ich ihn anstupsen? Ich bin still. Handschlag. Oh! Doch kein Handschlag. Nein. Security. Natürlich. Also ich muss mir da echt einen Vorsatz machen, dass ich besser mit meinen Batterien Dingen. Mein Fortsatz ist es, dass ich nicht mehr so oft in den Nachtsichtmodus wechsle, damit meine Batterien länger halten. Die Musik könnt ihr euch sparen, Leute. Ich fühle mich gerade sicher. Das tue ich! Läuft der jetzt hoffentlich da in die Richtung? Scheiß dir nicht an, du Volltrottel, du. So, wir sind schon mal in der Höhle des Löwen, das ist super. Alles wird schön dokumentiert. Jetzt warten wir, bis der Typ einmal drin war und dann wieder draußen war. Atme nicht so laut, Hauptcharakter. Luftschleuse. Was zum Teufel ist eine Luftschleuse? Versteck mich lieber nochmal hier drin. Nicht, dass jetzt ein Event getriggert wurde.
Ich höre Schritte. Aha. Luftschleuse. Die können frische Luft gut gebrauchen. Immer nehmen sie das Falsche. Das ist, glaube ich, absichtlich so gemacht. Luftschleuse, so. Follow the blood. Jetzt komme ich hier rein, oder was? Kommt dann auch mal daher. Super, jetzt ist die Tür offen. Das ist ja schon mal gut. Natürlich wollen wir gleich mal wissen, wohin uns diese Tür führt. Bewegst du dich mal? Hat wohl keine Lust gerade. Ist er das? Oder will das Spiel jetzt, dass ich rausgehe? Nein, der bewegt sich. Guck mal. Der schaut gerade seine Pornofilme an bei diesem PC. Ne, geht der noch weg oder will das Spiel, dass ich rausgehe? Sollen wir es versuchen? Alter! Unbehinderter Trottel. Der ging ja nicht weg. Was hätte ich tun sollen? War das jetzt beabsichtigt vom Spiel oder nicht? Ich will in die gruselige Tür rein. War das dieser Meistertypi? Zum Glück hat er mich nicht gesehen. Hat er doch? Okay, gut zu wissen. Ja, springst du bitte drüber? Wäre nur so eine, so ein Vorschlag. So wehe, der in der Zelle verpetzt mich jetzt. Schleich dich.
Machen wir auch fein zu. Hat ein bisschen... Dann können wir ihn jetzt bewundern, wie er die Türen aufmacht. Chill mal! Er könnte sie einfach aufmachen, der Trottel. Sind voll Pfosten. Ja, genau so. Er lernt wenigstens dazu. Und das jetzt mit Schlüpfrig zu tun. So, ich folge dem jetzt mal nach und dann gehe ich da vorne in diesen Kasten rein und dann geht er wieder da lang und ich kann mich an ihm vorbeischleichen. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen, wenn nicht, ihr werdet schon sehen. So, jetzt läuft er hoffentlich wieder zurück zu unserem Zellenkumpel. Wieso findet der Trottel mich denn dauernd? Sieht er mich denn dauernd oder wie? Das ist ein bisschen nervig. Oder riecht er mich? Okay, guck, daran sehen wir auch, man kann einmal die Tür verschließen und dann ist die Tür anscheinend kaputt. Der ist so ein Trottel. Ein bisschen Demenz. Kleines bisschen. Der weiß nicht, dass er gerade vor 10 Sekunden schon mal da war. Ich bin hier. Diesmal riecht mich der Trottel nicht. Ja, ich auch. Jetzt reicht's mir! Lass mich vorbei! Das gibt's doch nicht! Der dreht ja gleich wieder um, der Vollpfosten! Was würdet ihr jetzt an meiner Stelle tun? Ja, geh rein da! Oh shit. Ich war's nicht. Ich bin nicht hier drin. Der Typ... Du kannst den nicht durchschauen, den Trottel. Bleibt er wieder da stehen, schaut seine Pornos an. Mich würde aber interessieren, war das vorhin ein Bug, dass der stehen geblieben ist? Macht er wieder die falsche Tür auf, oder? Genau.
immerhin Batterie. Kann ich hier in dem Räumlein sonst noch was tun? Also, ich habe jetzt hier die Luftschleuse aktiviert. Vielleicht hilft mir das ja tatsächlich in diesem Raum da vorne. Ah, da kann ich sogar rein. Was sagst du, mein Guter? Lustig frei, komm. Ja, ich stelle mich gerade wieder mal ein bisschen doof an. Ne, ich bin da runtergesprungen, Moment. Ah, da ich die Luftschleuse hier aktiviert habe. Kann ich hier ohne vergiftet zu werden. Ah, das sind meine warmen Brüder wieder. Paragon, patience. Job-like in the suppression of our desires. But now. Now we indulge. Yes. His tongue and his liver. Hast du mir schon versprochen? Wir umgehen die Arschlöcher einfach. Hoi. Sie sind weg. Dunkel. Ich mag die Dunkelheit. Alter. Notizen. Ich kann Chris Walker, den großen Kerl, der so gerne die Köpfe von Leuten abreißt, einfach nicht abschütteln. Ich höre ständig sein Gemurmel über Sicherheitsprotokolle und Eindämmung. Was ist, wenn nicht er das Problem ist? Was ist, wenn er versucht, es zu lösen? Ja, was dann? Also, ich glaube, wir sind uns einig. Scheiße, was habe ich gemacht? Also, nur die Tür hier geschlagen. Ich will nicht unbedingt, dass er mir den Kopf abreißt. Ich will eigentlich schon, dass es dich das ein bisschen vermeiden lässt. Folge dem Blut. Aha. Sicherheitskarte.
Und wenn möglich Batterien. Batterien haben wir. Hier irgendein Gängchen übersehen. Ah, da ist meine Sicherheitskarte. Sheriff, gib mal her da. Ja, her da. Darf ich... Nimmst du es bitte auf? Dem will ich schon mal nicht duschen. Wenn es möglich ist. Showers. Nehmen wir eine Dusche. Cappy, beschütze mich. Batterie wechseln, das gönne ich mir. So, Batterie ist gewechselt. Schrei nicht so. So Leute, aber das war's für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. So ein bisschen. Beim nächsten Mal versuchen wir aus den Duschen zu entkommen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Und da, kauft euch Windeln und so. Tschüssi.